Sie haben also etwa 20 Mäuse und eine alte Uhr geklaut? Mr. Mansell, haben Sie wenigstens zugeschlagen? Nein. Die hättest du packen können, Dad. Hörte bei euch was letzte Nacht ziemlich aufregend. Schade, dass die nicht bei mir eingebrochen haben. Warum hast du es nicht gemacht? Ich habe versucht, den Schaden auf ein Minimum zu begrenzen. Na ja, wie hat das so funktioniert? Geht's dir gut? Du siehst nicht gut aus. In mir schlummert schon lange etwas, das unbedingt raus will. Wieso steigst du nicht aus, alter Mann? Ihr bekommt jetzt auf die Fresse. War ein Wahnsinnstag. Das sehe ich. 12 Jahre habe ich für sehr gefährliche Leute gearbeitet. Geht alle sofort in den Keller. Was ist hier bitte los? Nicht die Polizei rufen. Ich war das, was die einen Revisor nennen. Das ist der Letzte, den man vor seiner Tür sehen will. Bedeutet, man hat nicht mehr lange zu leben. Hab alles hinter mir gelassen, um eine Familie zu gründen. Ich hab's vielleicht zu gut gemeint. Als du gegangen bist, hast du eine offene Schuld zurückgelassen, die beglichen werden muss. Und dein Gläubiger weiß von deiner Wiederauferstehung. Sie sind hinter meiner Familie her. Die haben mein Kitty-Cat-Armband gestohlen. Das geht verdammt nochmal gar nicht. Gib mir das gottverdammte Kitty-Cat-Armband! Du siehst scheiße aus, Dad. Du solltest die anderen sehen. Wer zum Teufel sind Sie? Ich? Ich bin nur ein Nobody.